Liebe Andrea, schön, dass du heute bei mir zu Gast bist und mit mir ein bisschen plauderst über die aktuelle Lage, über den Beruf und wie es dir gerade so damit geht. Du kommst ja ursprünglich aus Hessen, bist ja jetzt seit 10 Jahren in München. Was hat dich denn nach München verschlagen? Ganz klassisch die Liebe. Oh, wie schön. Ja, naja gut, obwohl, sagen wir mal so, ich habe eher die Liebe mitgebracht, also tatsächlich. Mein Freund hatte damals ein berufliches Angebot in München und ich habe es als Anreiz genommen, endlich Schauspiel zu studieren. Und Cool. so haben wir einfach beides miteinander verbunden und sind hergekommen. Was hast du vorher gemacht, bevor du die Schauspielausbildung angefangen hast? Ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend und aus einer Arbeiterfamilie. Von daher war es wichtig, dass ich eine normale Ausbildung vorher habe. Und meinen Eltern war das wichtig, dass ich einen normalen Beruf finde. Normal, das klingt so komisch. Also einen nicht künstlerischen Beruf ausübe. Und somit habe ich Fremdsprachensekretärin gelernt, weil mir Sprachen schon immer sehr am Herzen lagen und ja, ich schnell Sprachen lernen konnte. Cool. Und gab es da, auf welche Sprachen hast du dich da fokussiert? Die Ausbildung hat eine Richtung vorgegeben, also Englisch natürlich, Business Englisch. Und du konntest Spanisch auf jeden Fall noch machen und Französisch war noch optional. Also habe ich Englisch und Spanisch gemacht. Ja, super, klasse. Ich meine, davon kannst du ja jetzt auch nur profitieren. Toll. Es ist absolut ein Segen, dass ich das gemacht habe, tatsächlich. Ich habe mich jahrelang dafür gegrämt, weil ich dachte, naja gut, eigentlich hätte ich auch früher mit dem Schauspiel anfangen können, einfach über die Eltern hinwegsetzen und machen können. Aber ich glaube dran, dass irgendwie alles schon so richtig gelaufen ist. Und ja, ich kann davon heute nur profitieren, weil ich kenne mich gut mit Computersachen aus, mit so Business-Sachen und die Sprachen werden auch immer wichtiger für uns. Ja. Genau. Wie bist du denn zur Schauspielerei gekommen? Ja, wie gesagt, also ich hätte wahnsinnig gerne schon direkt nach der Schule damals angefangen, aber bei uns war die Kulturbranche auch nicht so ausgeprägt. Ich hätte keinen fragen können, wie werde ich Schauspieler, ich wusste nicht mal, dass das ein Ausbildungsberuf ist, so. Von daher habe ich erst diesen anderen Beruf gemacht und als es dann hieß, wir ziehen jetzt nach München, habe ich gesagt, okay, all in, wer weiß, was noch passiert. Und ich war Mitte 20 und du kennst das ja, mit Mitte 20 als Schauspieler zu starten in Deutschland es könnte einfacher sein, sagen wir so. Und ja, dann bin ich in München gelandet, habe erst noch als Fremdsprachensekretärin gearbeitet und habe aber mich währenddessen schon informiert, wie fange ich einfach an und habe dann angefangen, mich an Schauspielschulen zu bewerben, bin ins Vorsprechen gegangen und habe auch so eine Runde gemacht an den Hochschulen und so, aber bin dann schließlich auf einer privaten Schule in München sehr dankbar angenommen worden.